Ich habe etwas geändert, meinen Titel. Ich werde über allgemein über russische geografische Forschungen auch sprechen und Grusins den Einfluss zu all diesen geografischen Aktivitäten. Und wie schon Michael Nord schon sehr schön gesagt hatte, hatte man sehr große Probleme mit Weit Osten, mit Kamtschatka und besonders mit Russisch-Amerika. Es war sehr schwer zu versorgen, es war sehr kostspielig. Russen hatten das, alle Lebensmittel von Petersburg bis nach Weit Osten über das Land gebracht. Das dauerte 3 Jahre. Viele Produkte verdorrten diese Zeit. Es war sehr, sehr teuer. Und was auch wichtig, es war kein Fluss, den man so benutzen könnte zu diesem Weg, weil alle großen Flüsse gehen nach Norden. Und Amur war damals unter chinesischer Kontrolle. Und Adam Johann von Krusenstern, wurde schon gesagt, hat den britischen Meeresdienst 6 Jahre verbracht. Und ihn interessierten diese Grundlagen der britischen Handel. Und er war in Kalkutta und der hatte, und da hatte er einen Mann, Torkler, namens gehabt, kennengelernt. Er war auch ein Balte. Und er hat gesagt, warum Russen selbst nicht diese Pelzhandel betreiben, worüber Michael Nord jetzt uns gesagt hatte. Und das war der Grund, warum Krusenstern ging bis Guangzhou und hatte eigentlich dann gedacht, dass Russen können diese Pelzhandel in eigenen Händen haben. Und zweitens, durch Umweltsegelungen kann man eigentlich auch Russisch-Amerika und Kamtschatka versorgen. Und das ging auch so, diese regelmäßige Handelsexpeditionen nach Kamtschatka und Russisch-Amerika hatten auch dann Russland ziemlich viel geholfen, diese Gegend in eigenen Händen zu haben. Und, aber ich wollte hier mehr sprechen über wissenschaftlichen Beitrag von Krusenstern. Und als er schon im britischen Navy gedient hatte, er hat gesegelt, meistens an den Küsten der Nordamerika. Und was hat er da gesehen? Auf den Karten schon viele Gegenden ziemlich gut bekannt, aber die Karten eigentlich recht ungenau. Und eigentlich große weiße Flecken überall auf Norden, Süden und so weiter. Er war Autodidakt, er hat selbst gelernt. Er war einer der wenigen Anglophilen in Russland, weil Russen hatten immer große Probleme mit England gehabt. Das war auch ein Grund, warum Alaska später an Amerikaner verkauft wurde. Da waren viele Gründe, warum es so war. Und Krusenstern, ich habe gesagt, seine erste Weltumsegelung war eigentlich einfach, ach ja, hier auch habe ich russische Karte von 1792, sehen Sie wieder. Was ist hier so Ljachow-Insel, aber was sind sie? Ist das Neusibirien? Ist das Küste von Amerika? Niemand wusste das. Und das ist eine Sache, was Krusenstern am Herzen liegt. Er will kontrollieren. Liegen auch viele Inseln, die im Pazifik eigentlich irgendwo auf der Karten sind. Damals waren Maßstäbe unterschiedlich, von verschiedenen Ländern produziert worden. Ist es, wie groß ist ein Land? Existiert das überhaupt? Ist das auf richtigen Ort eigentlich gestellt worden? Er will kontrollieren und richtig die Insel auf den Karten tragen oder auch Küsten. Das ist sein Hauptgedanke und das kann er während seiner ersten Umweltsegelung oder während seiner Umweltsegelung eigentlich sehr gut machen. Und da spielt auch eine große Rolle. Nikolai Rumjantse war Reichskanzler später und er war sehr reich. Er hat auch diese Expedition finanziert, worüber auch Michael Nord uns hier schon gesprochen hatte. Und hier, dann macht er seinen Weg. Und eigentlich diese Punkte, was hier gewählt worden sind, sie sind speziell, um zu kontrollieren. Er will keine Entdeckungen, es ist kein Ziel ihn. Einfach kontrollieren, liegen diese Inseln da. Und er macht das auch und einige Inseln findet er nicht, worüber früher berichtet wurde. In diesem Sinn macht er sehr viel geografische Forschung und natürlich auf Küsten Japan, wo sie eigentlich nicht erfolgreich waren. Das,
aber die hatten, konnten das kartieren und eigentlich danach wurde auch Japan auf Weltkarten eigentlich wesentlich besser bekannt. In diesem Sinn sehr große Leistungen, dank der Umweltsegelung wurde auch russische Meerestradition eigentlich gegründet. Auch diese Umweltreisen waren eigentlich recht teuer, aber Grusens hat auch da gesehen, dass damit kann man auch ja neue Seefahren oder Seefahren trainieren, dass Matrosen alle, die lernen auch das Meer. In Russland hatte man das so, Heer war eigentlich so, war sehr, sehr stark, aber keine Meerestraditionen. Und dank dieser Umweltsegelungen hatten auch Russen solche Meerestraditionen gekriegt. Und in diesem Sinn ist es ganz noch richtig, dass er auch in Russland heute sehr hoch geschätzt wird, sehr hoch. Gut, und dann, was er macht. Er ist einer der Mann, der initiiert auch Expeditionen auf neusibirischen Inseln, was macht Matthias von Hedenström, um zu kontrollieren, sind diese Länder da, und dank Hedenström-Expedition kommen sie auf der Karte auch letztendlich, das ist die Originalkarte von Hedenström von 1821 eigentlich, etwas später, aber in diesem Sinn. Und andere Sache, er hat auch viele unpublizierte, in Russland wurden viele Expeditionen geheim gehalten. Und eine der Expeditionen war Vasili Tschitschagows Expedition auf Nordpol, das war Gedanke von Michail Lomonossow. Er dachte, dass auf dem Nordpol, da ist ja Palmen und eigentlich ja wunderschönes Klima, da leben viele sehr schöne Nationen. Und dann wurde diese Expedition geplant. Tschitschagow hat hier so von Spitzbergen zweimal versucht, nach Norden zu gehen, aber natürlich erfolglos. Aber das wurde geheim gehalten, aber Grusenstern hat diese Sachen publiziert. Und hier sieht man auch seine Weltkarte von 1815. Sie sehen diese Insel und alle diese Routen sind hier auf der Karte gezeichnet worden. Und die werden auch danach schon 1822, Sie sehen schon englische Karten, sind diese Angaben alle darauf getagt worden. Sehr schnell alles bekannt zu machen, dass das sichere Meeresfahrt wäre und diese Entdeckungen einfach zu popularisieren. Sehr wichtig, weil früher geheim gehalten, jetzt so schnell wie möglich alles bekannt zu machen. Und auch, er hat auch großen Einfluss bei Vorbereitung der Expedition nach Nordostsibiriens, wo wurde eigentlich war auch so Sage, dass es gibt hier so eine Verbindung mit Nordamerika. Und Wrangel hat während seiner Expedition bekannt gemacht, dass eigentlich, oder hat festgestellt, dass es sowas nicht gibt und es gibt keine Verbindung zwischen Amerika und Asien, wie das eigentlich früher vermutet wurde, sogar im britischen wissenschaftlichen Zeitschriften und viele Autoren haben darüber geschrieben. Während dieser Expedition wurde auch klar gemacht, dass eigentlich auch Nordamerika reicht nicht bis zu Neusibirien, was früher auch vermutet wurde. Und zu dieser Expedition sollte man auch teilnehmen, Karl Ernst von Baer, aber er war erst verheiratet und konnte das nicht mitmachen. Aber Grusenstern hatte auch großen Einfluss zur Expedition von Karl Ernst von Baer gehabt. Baer hatte auch, wie Grusenstern das vorgesehen hatte, alle diese Küsten so genau wie möglich auf der Karte getragen. Wieder so. Das ist immer sein Einfluss gewesen. Er war wie Vater. Von Baer hatte selbst Grusenstern als Vater der geografischen Forschung in Russland angesehen und eigentlich auch richtig. Auch Alexander Theodor von Mittendorf, Michael Nord hat Herr Kurz darüber gesagt, wieder wurde auch hier so Taimur-Halbinsel wurde besser kartografisch dargestellt, auch diese Shantar-Insel Hel. Und was wichtig ist, Mittendorf war der erste Mann, der hatte aufs eigenes Risiko dieses sogenannte chinesische Land durchgereist und gesagt, dass Yasak geht an Russen, nicht an Chinesen. Und das war ein Grund auch, warum diese Gegend wurde dann 1850er Jahren zum russischen Imperium eingegliedert. Und eigentlich Middendorfs Expedition, er hatte davon, der war erste Untertan von Russland, der hatte Royal Geographical Society Goldmedaille gekriegt, das sieht man auch hier.
Und er hat eigentlich als Hauptverdienst seiner Expedition später gesagt, dass dank ihm wurde dann dieses Amur-Gebiet mit Russland eingegliedert. Das ist eigentlich auch interessant, aber wissenschaftlich natürlich sehr wichtig. So, aber dann kontrollieren, bekannt zu machen, publizieren. Aber auch Entdeckungen. Wo bleiben Entdeckungen? Entdeckungen kommen auch. Und Mike Nord hat etwas darüber schon gesprochen, aber kurz noch dazu, nämlich James Cook hatte drei große Expeditionen auf im Pazifik gemacht, hatte viel da entdeckt und als Crucianster hat er vorbereitet, diese Otto von Kotzebue zweite Weltumsegelung, worüber Mike Nord uns gesprochen hatte, dann hatte er auch genaue pazifische Karten geguckt. Und was kommt da? Er war überzeugt, dass 20 Grad nördlich von Äquator und südlich von Äquator kann man viele, viele Inseln entdecken. Das war sein Gedanke. Und bevor Expedition bis nach Beringstraße ging und dann wollte Nordostpassage durchqueren und das blieb erfolglos, wurde tatsächlich in dieser Gegend bei Marshallinseln sehr viele Entdeckungen gemacht. Und hier zeigt auch, das ist gerade diese Gegend hier. Und so erfolgreiche Expedition hat den Russen nie mehr gehabt. So viele Entdeckungen. Und das war auch wissenschaftlich ausgerüstet. Das hatte kein Ziel zu versorgen, Kamtschatka oder Russisch Amerika. Und diese Karten stammen aus dem Meeresmuseum. Wir haben da mit Felix Kornischew, wir werden bald über Bellingshausen sprechen. Wir haben das so, wie muss man das sagen, interaktiv gemacht und im Computer kann man das sehr schön folgen. Und die sind nur Punkte, was auch genauer da beschrieben werden, wo Fotos, alle möglichen Sachen kann man sehen. Dann auch kommen Sie im Herbst nach Meeresmuseum in Reval in Tallinn und dann können Sie das auch angucken. Gut, und so hier. Dann diese erste Expedition. Dann Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Zu dieser Expedition hatte Crusenstern nicht so großen Einfluss gehabt, wie früher immer das vermutet wurde. Ich habe das anders gezeigt. Da kommen viele Auseinandersetzungen zwischen der Admiralität, sehr viele Probleme. Und eigentlich wären auch diese Expeditionen erhebliche Schwierigkeiten. Die Russen konnten nie Umweltreisen und so organisieren. Immer war irgendwas war schlecht. Und es ist auch so geblieben, dass manchmal der Yazaren zum Beispiel wurde einfach nach Alaska hintergelassen und auch Morten Wormskjöld musste man eine Kotzebue-Expedition verlassen und so weiter. Sehr viele Probleme auch dabei. Ich weiß es nicht, bei Engländern habe ich das nie so was gelesen, aber die hatten auch längere Traditionen, Meeresfahrten zu befördern und alles war irgendwie besser, wie diese Befehlslinie gelaufen ist, war mehr so besser gemacht. Aber wieder, um kurz zu sagen, diese Expedition geht auch neben diese dann südliche Gegenden, geht auf Marshallinseln, gerade auf diesen Teil, wo auch schon Kotzebue gewesen war. Und wieder machen sie da viele Entdeckungen. Über 20 Inseln werden sie auch entdecken. Und wenn wir jetzt gucken auf Kotzebue, letzte Expedition, dann durfte er nicht mehr Nordostpassage durchqueren, was eigentlich er machen wollte. Wieder macht man auf diese Gegend neue Entdeckungen. Alles Gedanke von Crusenstern und alle diese Routen machen einfach, um in Marshall in diesen Gegenden neue Entdeckungen zu machen und die werden auch gemacht. Etwas unterschiedlich von dieser Expedition ist Friedrich Benjamin von Lüttke, Umweltsegelung, weil macht man viele Kartierungen hier auf Tschukotka-Küsten und so, aber er ist etwas mehr nördlich, aber auch bleibt immer innerhalb dieser Region, wo Crusenstern vorgesehen hatte, wo kann man auch Entdeckungen machen. Und hier Marianinseln macht man auch wieder sehr viele Entdeckungen, Expeditionen, sehr erfolgreich. In diesem Sinn, was ich hier unterstreichen möchte, Crusenstern war eigentlich dieser generelle Mann, der hat Gedanken generiert und diese wurden auch später eigentlich von Russen sehr gut durchgeführt. Und Crusenstern selbst, ich meine eventuell das allerwichtigste geografische
Werk, was Deutschbalten irgendwann mal publiziert hatten, das Atlas des Pazifik. Und das kam auch Russisch und auch Französisch heraus. Das wurde 30 Jahre, weil das maßgebende Atlaswerk über den Pazifischen Ozean. Und als er das, und er hat das deswegen gemacht, um diese russischen Entdeckungen zu kartieren, bekannt zu machen und zweitens diese Küsten mehr, noch sagen so, dass die nicht so gefährlich wären für Seefahrer, dass sie wissen, wo verschiedene Felsen zu finden sind. Und er hat so viel wie möglich das alles auf der Karte gelegt. Und was er gemacht hatte, ich habe schon gesagt, dass damals waren, es waren verschiedene Spanier, Franzosen, Briten, Russen, alle hatten ja verschiedene solche Karten produziert. Die hatten verschiedene Maßstäbe. Und was er gemacht hatte, er hat in Ass, in seinem Gut, Kilzi, heute, hat einfach diese Karten auf einen Maßstab gelegt. Und dann kamen auch diese Fehler sehr schön heraus. Und als er hatte schon seinen Atlas publiziert, dann hat er immer Briten und viele, zum Beispiel von der Expedition von Charles Darwin, Fitzroy war der Kapitän, hatte auch gruseligsten Angaben gesagt, was kann man hier zu verbessern und so weiter. Und hier sieht man auch von diesem Atlas, gruseligsten selbst sieht man hier, hat diese Küste, diese Amur-Küste hier, Sachalin, das wie eigentlich Amur-Lauf ist. Er hat damals das noch angesehen, das ist wie Halbinsel. Eventuell war das auch ein Grund, weil Russen wollten nicht mehr so diese Gegend auch damals zu erobern, weil kein Schifffahrt kann man da betreiben. Aber später natürlich kam heraus, dass es möglich war. Und hier selbst mit eigener Hand hat er verbessert. Und ich habe hier noch ein Beispiel davon gebracht. Hier sieht man von seinem Atlas, das ist dann Hokkaido, ja, Yeso wurde damals genannt. Und hier sieht man, dass wie er hatte da drauf geklebt, wie nach allen neuen Angaben das eigentlich aussieht. In diesem Sinn sehr große Arbeit. Leider konnte er die zweite Auflage davon nicht herausgeben, aber er hat Rieseninteresse für Meeresfahrt gehabt und war recht einflussreich überall, um bei geografischer Forschung nicht nur für Russen, für Russland, sondern auch für die ganze Welt. Und deshalb wurde er auch als richtig als Wissenschaftler geehrt und er hat das selbst mit eigenen Händen gemacht. Vielen Dank Ihnen. So, weil da ich selbst moderiere, dann einfach hat man Fragen. Ja. Aber die Frage ist, wir kennen das ja heutzutage immer bei großen öffentlichen, steuergeldfinanzierten Maßnahmen, dass ja ganz oft die Diskussion kommt, muss das denn sein? Gab es das damals in der Form auch? Also gab es da Diskurse nach dem Motto, brauchen wir wirklich diese Weltumsegelung? Wir könnten das Geld ja auch viel besser in die Infanterie stecken oder was weiß ich? Oder war das in der Form, ich meine, es gab ja schon Zeitungen und öffentlichen Diskurs und alles in der Form, ja, war ja gegeben. Natürlich, diese Probleme waren immer da. Eigentlich diese russische Handelskompanie, die russisch-amerikanische Kompanie, wurde ja 1799 zustande gebracht. Aber das bedeutet, das war mehr los, das war nicht so eng verbunden eigentlich mit Mutterland so. Und das hatte auch dann Günstigungen mit der Hudson Bay Company zu handeln und so weiter. Das hat auch später, auch während der türkischen oder Krimkrieg, hatte auch das eigentlich geholfen, weil in Alaska war ja kein Krieg insoweit. Die hatten, obgleich die Feinde waren, wurde mit Hudson Bay Company immer ja weiter gehandelt und waren keine Probleme dabei. Und es war sogar, es waren, gaben auch damals Ideen, Anfang des 19. Jahrhunderts, dass eigentlich Kamtschatka und alle diese Chukotka-Gegend auch so eine Handelskompanie zu gründen, weil das war einfach zu teuer. Und in diesem Sinn
waren doch diese Umweltreisen, war das allergünstige Weg, um diese Gegenden zu versorgen. Und in diesem Sinn war dieses Gedanke eigentlich sehr gut und das wurde auch gut gehalten für Kaiser und für Römanzer, der damals Kommerz- oder Handelsminister war. Aber es war auch ein konkurrierender Gedanke, nämlich Saaretschew, Gavrila Saaretschew, ein Hydrograph, später war er Leiter der Admiralität und er war Feind von Grusenstern, weil er hatte auch Umweltreise vorgeschlagen, aber nach ihm sollte man große Kriegsschiffe bis nach Russisch-Amerika bringen und dann diese gegen spanische Attacke zu schützen. Aber wenn man da 6 große Schiffe dahin bringt, dann, die brauchen auch ihr Essen immer. Und in diesem Sinn, das war ja völlig Quatsch. Und insoweit, aber diese Konkurrenz zwischen Grusenstern und Gavrila Saaretschew hat eigentlich zu Bellingshausen-Expedition gebracht, worüber auch jetzt mein guter Kollege Felix Kornischen sprechen wird.